Regio TV. Zurück im Journal und jetzt wird es bei uns etwas klischeehaft. Wir zeigen Ihnen nämlich junge Frauen in Bikinis und Männer in Badehosen beim Autoputzen. Ja, was als Kulisse für ein Musikvideo dienen könnte, hat heute in Stuttgart-Cannstatt im Römerkastell stattgefunden. Veranstalter war die Kreishandwerkerschaft Stuttgart. Wie Handwerk und halbnackte Körper zusammenpassen, das können wir nur anhand der folgenden Bilder erklären. Das sieht ja alles sehr sexy aus und nach extrem viel Spaß. Aber hat diese etwas andere Autowäsche auch einen tieferen Sinn? Natürlich hat es einen Hintergrund. Und zwar geht es darum, es gibt eine Imagekampagne vom Handwerk sozusagen, weil das Handwerk doch ein bisschen verpönt ist insgesamt in der Gesellschaft. Und um dem ein bisschen zu verbessern, haben wir die Imagekampagne gemacht. Und die dient dazu sozusagen, wir machen eine riesen Beklebungsaktion, um die ganzen Handwerker herzuziehen, um das Auto hinten zu bekleben. Um die Handwerker herzuziehen sozusagen, muss man sich was einfallen lassen. Und deshalb wollten wir eine erotische Wäsche sozusagen machen, um hier, man sieht es ja, es funktioniert, um die Leute hierher zu holen, dass wir die Autos bekleben können. Das Ganze läuft seit heute Vormittag. Wie viele Autos oder wie viele Handwerker waren schon da? Wir wissen es so gar nicht, aber wie gesagt, es läuft. Wir haben gar nicht gedacht, dass es so großen Andrang nimmt. Wie gesagt, es läuft von der Kreishandwerkerschaft ausgehend und von der Imagekampagne vom Handwerk. Und wir wussten nicht, wie viele kommen. Es läuft von 11 bis 18 Uhr heute und um 11 Uhr standen schon die ersten Autos da. Damit haben wir nicht gerechnet, weil normalerweise freitags die Handwerker bis 13 Uhr arbeiten. Und danach dachten wir, dann geht es erst los. Aber man sieht ja, es läuft ständig. Es ist irre, wird gut angenommen. Besser kann es nicht sein. Das Angebot klingt verlockend und da mein Auto sowieso schmutzig ist und ich schon mal vor Ort bin, kann ich es auch gleich waschen lassen. I just wanna make you sweat. So Jungs, jetzt habt ihr mein Auto gewaschen, wie war's denn? Geil. Geil. Wie macht's an sich so Spaß, das Auto waschen? Das Wetter macht nicht ganz mit, aber sonst echt top, macht riesig Spaß. Und warum macht ihr hier mit? Weil es einfach eine coole Aktion ist. Es ist Handwerk Stuttgart, wir stehen fürs Handwerk, wir machen hier mit. Coole Aktion, was will man mehr? Nette Leute, cooles Ambiente, einfach ein riesen Gaudi für uns alle. Von dem her, warum soll man da nicht mitmachen? Und genau das denken sich viele andere auch. Die Herren, wie ist es denn? Ja, lustig. Lustig hätte ich jetzt nicht erwartet als Antwort. Ja, ist super. Und wie wäre es, wenn die eigene Frau das macht? Noch besser. Also mein Fall noch besser. Sie lassen Ihr Auto waschen. Was für einen Bezug haben Sie denn zum Handwerk? Ich mache eine Lehre als Sanitäter. Und haben Sie das heute gleich mal genutzt? Ja, also unser Meister hat uns angemeldet. Durften wir mit unseren zwei Privat-PKWs hinkommen. Ist aber ein netter Meister. Ja. Und wie gefällt's? Hä? Ganz gut, muss ich sagen. Also die sehen auch ganz gut aus. Und auch das denken sich viele und so werden die Autowäsche für heute bestimmt noch viele Autos waschen. Ja, und ob Henny jetzt auch noch mitgewaschen hat, das verraten wir Ihnen dann am Montag hier bei uns.